Ja, irgendwie bin ich heute nicht ganz. Sieh dir die Steine an. Ah, jetzt läuft die Sache. Irgendwie bin ich gerade gar nicht so bei der Sache. Also, gemeint, ich bin gerade nicht schlau am Spielen, ja. Ich verlaufe mich ein wenig schnell und so. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Was für eine Frage, Sully. Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Ich sehe gar nichts hier. Hier runter. Wow, wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle sau. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Ah! Junge, das war doch nur Hey, ich glaube, ich Batman. habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Hier. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Sally, ich brauche Licht. Oh. Oh. Du. Das haben wir ja schon mal gesehen. Warte Okay. mal. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es einen Massaker. Okay, finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Moment, jetzt gehen wir noch mal hier lang. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sully, hilf mir. Na, dann drücken wir immer. Mir wehgetan. Die Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Ja. Sag mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach, was nicht. Lass die Schauergeschichten. Bestimmt. Noch viel mehr Leichen. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her.
Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Auf geht's. Boah, geht, lauf doch nicht so schnell, Chloe, Alter. Wir wissen doch, wir haben noch alles cool, Mann. Wir sind nur noch Lazarevich abhängen. Das ist eine Sache, das ist die eine Sache, die eine einzige Sache. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Na, ist schön. Hilf mir mal, Nate! Oh, verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Mach sie nicht! Es ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sally. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns Nein. kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie! Ja, genau dein Typ. Genau dein Typ. Los, auf! Junge, Nate, lauf! Oh Gott. Danke für die Warnung! Hör jetzt auf in den Mist und komm hier hoch! Los jetzt! Carla. Oh, Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fange ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sally, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Okay. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Oh, Scheiße! Mist.
du hattest recht. Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfen zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer, ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich habe Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Ach, Nate, Jung. Oh nein. Der Neo! Mist. Alter. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Such den! Mist. Los, los, los! Oh, er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Schießt auf den Läufer! Vor die Nachhaltung! Wow! Bringt sie raus! Okay, jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Ja, ist ja alles easy, ne? Nur noch Chloe finden. So. Bisschen klettern, jetzt ist hier angesagt, Kapitel 5. Und hoch hier. Das sieht auch richtig stabil aus. Oh. Toll eingepackt. Ja, das ist wohl wahr. Da,